Hi, mein Name ist Timo Ickenroth von www.deinschlagzeuglehrer.de und ich begrüße dich herzlich beim Gearcheck des Podcasts Schlagabtausch, dem Schlagzeuger-Podcast des Drums & Percussion Magazins. Los geht's! Für die Episode 20 des Gearchecks des Schlagabtauschs haben wir Drumsticks zugeschickt bekommen. Und zwar nicht irgendwie gewöhnliche Holz-Drumsticks, sondern Drumsticks aus Carbon. Die Firma Tekra hat uns ihre neue Colossus-Reihe zukommen lassen. Davon haben wir drei Stärken bekommen, 5A, 5B und 2B. Wie gesagt, das Interessante, sie sind aus Carbon, hier in einem schönen, schicken Schwarz. Und die Firma Tekra hat schon mehrere Drumstick-Reihen auf dem Markt aus Carbon. Die Colossus-Reihe ist eben die neueste im Bunde. Die Firma Tekra kommt aus Italien und die Mutterfirma hat schon sehr, sehr viel Erfahrung mit verschiedenen Kunststoffmaterialien, also mit Polymeren hauptsächlich, und ist da sehr bewandert. Das heißt, die Drumsticks sind nicht das Einzige, was diese Firma herstellt, sondern es geht vor allem auch um Industrieprodukte. Aber uns interessiert natürlich, was ist mit diesen Drumsticks los. Und in dem Test heute schauen wir uns die eben mal genau an und werden diese Carbon-Sticks mit vergleichbaren, also ungefähr vergleichbaren Holzmodellen dann uns einfach mal anschauen und vor allem auch anhören. Aber bleiben wir erstmal allgemein bei Carbon-Sticks. Carbon-Sticks sind bei gleicher Länge und gleicher Dicke im Gegensatz oder im Vergleich zu einem Holzstick etwas leichter. Das ist dadurch bedingt, dass sie eben innen eigentlich baubedingt hohl sind. Und die Firma Tekra hat sich da ein bisschen Gedanken gemacht. Ihr seht hier unten bei dem 5B-Modell diesen roten Noppen. Bei dem 5A-Modell ist das ein grauer oder ein weißer, besser gesagt. Bei dem 2B-Modell ist es ein grauer. Und das sind Gummieinlassungen, die sorgen dafür, dass der Stick nicht ganz so stark vibriert, beziehungsweise die Vibration sogar weitestgehend eliminiert wird. Also der Stick spielt sich wirklich sehr angenehm. Die Oberfläche ist, würde ich sagen, etwas glatter als bei einem Holzstick, der lackiert ist. Bei einem naturbelassenen Stick sowieso ist es etwas rauer. Also die Oberfläche fühlt sich für mich gut an. Ich habe auch keine schwitzigen Hände. Also für mich war das kein Problem. Und die Firma Tekra verspricht eine 9-mal so lange Haltbarkeit im Vergleich zu einem Holzstick. Diesen Beweis können wir heute natürlich nicht antreten, das sollte jeder für sich selbst rausfinden. Ganz interessant, 9-mal so lang, also wie kommen die auf 9-mal? Ich weiß es nicht, sie beschreiben es ja nicht auf ihrer Homepage. Fakt ist, ich kann mir schon auf jeden Fall vorstellen, dass sie haltbarer sind als Drumsticks, durch das Material eben. Die Abnutzungserscheinungen sind trotzdem da. Beim 5A-Modell sieht man hier zum Beispiel schon so ein paar Hi-Hat-Einkerbungen. Jetzt bin ich kein großer Rimshot-Spieler, das heißt, ich kann wirklich nicht sagen, ob beim Rimshot die Abnutzung dann in dem Bereich auch sehr, sehr krass sein wird. Und was ich oft als Problem habe bei meinen Holzsticks ist, dass hier oben am Kopf das so ein bisschen absplittert. Ich denke mal, das wird hier bei den Carbon-Sticks auch nicht so krass der Fall sein. Aber wie gesagt, das muss jeder für sich herausfinden. Da wollen wir mal ans Eingemachte gehen. Wir vergleichen jetzt mal alle einzelnen Modelle, also das 5A, 5B und 2B Modell, mit ungefähr vergleichbaren Sticks aus Hickory-Holz. Wir fangen mit dem 5A Modell an. Mal schauen, was da so geht. Ich vergleiche die 5A Colossus Tekra Drumsticks mit den Rohema 5A Evolution Sticks. Der Tekra Drumstick ist ungefähr 40 cm lang. Der Rohema Stick ist etwas kürzer. Der Durchmesser ist auch beim Tekra Stick etwas größer. Das Paar wiegt allerdings, also das Tekra Paar wiegt um die 111 Gramm. Die Rohema Drumsticks aus Hickory wiegen im Paar ungefähr 112 Gramm. Sind also, obwohl sie etwas kürzer und vom Durchmesser her etwas kleiner sind, 1 Gramm mehr. Und jetzt wollen wir uns mal anhören, wie diese Sticks klingen. Und zwar erstmal den Eigenklang. Dafür schlage ich die Sticks einfach gegeneinander. Und das gleiche mache ich jetzt mit den Hickory Sticks von Rohema.
Und das ist schon ein ziemlich deutlicher Unterschied. Ich finde, der Einklang der Tegra Sticks ist ziemlich flach, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber wie klingen die denn auf einem Ride-Becken? Ich mache mal die Colossus 5A auf dem Ride. Und nun mache ich die Rohema 5A Evolution auf dem Ride Cymbal. Wo es auch auf einen guten Eigenklang eigentlich ankommt, ist bei einem Rimclick. Das mache ich jetzt auch mal. Ich beginne mit den Tegra Colossus 5A Drumsticks als Rimclick. Und nun die 5A Evolution als Rimclick. Da sind jetzt schon ein paar Unterschiede zu erkennen, obwohl ich schon sagen muss, dass die Tegra Sticks auf einem Ride eine gute Performance machen, als auch als Rimclick. Beim Einklang der Drumsticks, da bin ich von den Colossus Sticks jetzt nicht überzeugt. Das klingt, wie gesagt, ziemlich flach, aber auf dem Ridebecken ist es ein guter Ton und im Rimclick habe ich auch einen schönen Sound. Die sind vielleicht allgemein ein bisschen hochtöniger als die Holzsticks, aber das ist ja dann letztendlich Geschmackssache. Wollen wir mal schauen, was bei den 5B-Modellen passiert. Ich habe jetzt hier den Tegra Colossus 5B Drumstick. Ist natürlich ungefähr genauso lang wie der 5A, also um die 40 cm ungefähr. Und er wiegt etwas mehr, also das Paar wiegt zusammen 117 Gramm. Ich vergleiche das Ganze jetzt mit einem Rohema Hickory Stick, und zwar ist das der LR 5A. Ich halte die mal gegeneinander. Ungefähr gleiche Länge. Ich würde auch fast sagen, ungefähr gleicher Durchmesser. Vielleicht ist sogar der Rohema ein Ticken noch ja, breiter, sag ich mal. Und klar, der Kopf ist natürlich anders. Wir haben ja bei allen Colossus Sticks den Teardrop. Hier haben wir eher eine Fassform bei dem Rohema Stick. Gewichtsmäßig ist der Rohema Stick auch 1 Gramm schwerer im Paar, also da sind wir bei 118 Gramm. Habe ich aber, glaube ich, schon erwähnt. Jetzt machen wir den gleichen Test wie eben bei den 5A-Modellen. Erst den Eigenklang, dann auf den Ridebecken und zum guten Abschluss dann als Rimclick zu hören. Und ich fange immer mit dem Tegra Stick an, gefolgt dann von dem Hickory Stick. Und nun den Rohema Hickory LR 5A.
Nun den Tekra Colossus 5B als Rimclick. Und den Rohema LR5A als Rimclick. Auch hier kristallisieren sich die gleichen Unterschiede eigentlich heraus wie auch bei dem 5A Tekra Colossus Modell. Das heißt, im Eigenklang ziemlich flach, gute Performance auf dem Reitbecken und auch als Rimclick ist das schon ein ordentlicher Rimclick-Sound. Was macht das 2B-Modell? Das Tekra 2B-Modell ist normal etwas länger als seine 5er-Kollegen. Auch der Durchmesser ist ordentlich breiter. Ich habe noch eine etwas größere Teardrop-Form hier vorne. Und gewichtsmäßig sind wir hier beim Paar bei ungefähr 138 Gramm. Ich vergleiche das Ganze mit einem Welter 2B Hickory Stick. Wir haben ungefähr den gleichen Durchmesser, wir haben ungefähr die gleiche Länge. Wie gesagt, die Kopfform ist natürlich auch wieder leicht anders. Ich habe bei dem Welter Drumstick jetzt wieder eher so eine Fassform, im Gegensatz zu der Teardrop bei dem Colossus Stick. Und gewichtsmäßig liegen die Welter bei 140 Gramm, das Paar. Und wir machen wieder den gleichen Test wie bei seinen 5er-Kollegen von Tekra. Erst der Eigenklang, dann auf den Ridebecken, dann als Rimclick und immer erst der Tekra Drumstick aus Carbon, gefolgt von einem Hickory Drumstick ähnlicher Größe und Gewichtung. Dazu der 2B. Nun der Tekra 2B Carbon Stick auf dem Ridebecken. Und nun der Welter 2B Hickory Drumstick auf dem Reitbecken. Und nun nochmal jeweils ein Stick als Rimclick. Beginnen tun wir natürlich mit dem Carbon von Tekra. Und nun der Welter 2B Hickory Drumstick als Rimclick.
Mein Fazit zu den Tekra Colossus Drumsticks. Sie liegen gut in der Hand, sie fühlen sich gut an. Vielleicht nicht ganz so direkt wie Holz, aber eine gute Haptik. Sie sind etwas spitzer vom Sound her, aber das nicht unangenehm. Das kann ja auch, wenn ihr das so haben wollt, kann das ja auch ein schöner Nebeneffekt sein sozusagen. Der Rimkling-Sound ist gut, wie gesagt, etwas flach im Eigenklang, aber auch fühlen sie sich, wie gesagt, wie Holzsticks an, vielleicht ein bisschen glatter. Da ich keine schwitzigen Hände habe, ist das für mich kein Problem. Durch diese Gummieinlassung am Ende sind sie endlastig. Ich selber spiele eigentlich lieber kopflastige Sticks, war jetzt aber für mich trotzdem nicht die Riesenumstellung. Und viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger spielen ja eben lieber Sticks, die am Ende etwas schwerer sind. Also, auf jeden Fall mal zum Antesten empfehlenswert. Kosten im Handel 29,90 Euro, nicht erschrecken. Wie gesagt, Tekra sagt, die sind 9-mal so lange haltbar. Wenn ihr das jetzt mal umrechnet, habt ihr ja einiges an Geld gewonnen im Vergleich zum Holzstick. Ob das jetzt stimmt, wie gesagt, das kann ich jetzt hier in der Kürze der Würze natürlich nicht rausfinden. Ich gehe davon aus, dass sie auf jeden Fall deutlich länger halten als ihre Holzverwandten. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es war aufschlussreich. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von Carbonsticks haltet und was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Schaltet natürlich auch unseren Podcast ein. Dirk Brandt und ich, wir freuen uns über jeden einzelnen Zuhörer und jede Zuhörerin. Und wenn irgendwas anderes ist, schreibt mich an. Ich freue mich, wenn ihr weiterhin auf meinen Videos klickt. Und wenn ihr noch nicht gemacht habt, lasst doch gerade ein Abo da und natürlich ein Like. Wir hören und wir sehen uns in der Welt der Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Macht's gut, bis demnächst. Ich bin raus, euer Timo. Bleibt gesund und munter. Ciao.